So macht Herbst Spaß. Es wird früher dunkel und das ist die perfekte Bühne, um die Scheinwerfer anzuschmeißen. Das Lichtspektakel Recklinghausen leuchtet. Das gibt es in diesem Jahr endlich wieder nach der Corona-Zwangspause. 150 Gebäude und Plätze im Spotlight, wenn man so will. Und Stefan Göke mittendrin. Wie ist denn bei euch die Atmosphäre so? Also man könnte sie als herbstlich bezeichnen. Das gehört ja auch eigentlich dazu, so ein Lichtspektakel, schön im Dunkeln. Aber Goldener Oktober war das gerade nicht, sondern man muss schon irgendwie sehr viel mitbringen bei dem vielen Dauerregen. Jetzt ist es aber gerade schön und es sind einige gekommen und jetzt kann man auch genießen. Es ist trocken. Recklinghausen leuchtet endlich wieder nach einem Jahr Corona-Pause. Und wir präsentieren die schöne Rathausfassade von Recklinghausen. Hier läuft sozusagen ein Best-of von Recklinghausen leuchtet der vergangenen Jahre und das ist sozusagen ein Teil hier. Die ganz großen Events, die hat man dieses Mal gestrichen, also die Rathausshows oder auch DJ Mogwai, damit hier nicht Tausende zusammenkommen auf dem Rathausplatz. Und das hat man geschafft. Es ist eine Atmosphäre, die ist ganz entspannt, was Corona angeht, aber viele haben dem Wetter getrotzt, so wie die beiden Damen, und haben sich rausgetraut. Hat sich's denn gelohnt mit Regenschirm, nehme ich an? Klar, auf jeden mit Fall. Regenschirm bewaffnet, auf jeden Fall. Es hat sich gelohnt. Wir kommen gerne hier hin. Der erste Eindruck heute? Gigantisch. Ich finde das immer toll, wie das inszeniert ist. Und auch wenn diesmal vielleicht das Ganze im bisschen kleineren Rahmen stattfindet, genießen wir den Abend hier. Dann tun Sie das weiterhin. Licht gibt es nicht nur hier am Rathaus, sondern überall in der Stadt. Das ist normal, weil Recklinghausen leuchtet. Also alle Gastronomen, alle Geschäfte, alle machen mit und sagen ja. Wir lassen auch unsere Fassaden illuminieren. 1600 einzelne Lichter, 14 Kilometer Kabel insgesamt, 150 Elemente. Also das sind Größenordnungen im Prinzip wie vor Corona. Und so zeigt sich Recklinghausen jetzt wieder hell erleuchtet. Wir schauen nochmal auf diese wunderschöne Fassade. Das schönste Rathaus des Landes wurde mal dazu gekürt. Und ab heute geht es wieder los mit Recklinghausen leuchtet. Ein bisschen abgespeckt das Ganze, aber die Lichtelemente sind da, weil man das natürlich niemals durchbekommen hätte mit den großen Events, die es dann hier gibt bei schönem Wetter, wenn es dann hier richtig voll ist. Und deswegen hat man im Hinblick auf Corona gesagt, wir specken das ab und machen das so, dass jeder mal so in Ruhe gucken kann. Das hat sich gelohnt und jetzt ist der Startschuss. Endlich wieder Recklinghausen leuchtet bis zum 7. November. Und mit so einem Säckchen lässt sich das auch ganz gut aushalten, trotz Regen, würde ich sagen.